Es kommt jetzt zum nächsten Redebeitrag. Der wird sein von Maya von Fridays for Future. Und die beschreiben sich selber als junge Menschen in Form von Studenten und Schülern, die jeden Freitag in ganz Deutschland gegen die Klimapolitik protestieren nach dem Vorbild. Danke. Die führende bei dem Vorbild der Schülerin und Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden und sind in den letzten Wochen schon zu Zehntausenden auf den Straßen in Deutschland vertreten gewesen. Also es verteilt sich über ganz Deutschland. In Bonn sind sie auch schon aktiv gewesen, vergangenen Freitag in Siegburg. Am 15.03. wird ein internationaler Friday for Future stattfinden. Kommt alle, auch in Bonn wird es eine Aktion geben. Genau, und jetzt Maya für euch. Ich bin Maya. Und ich habe seit Anfang Dezember unter anderem aktiv die Entwicklung der Bewegung Fridays for Future mitverfolgt. Zu dieser Zeit tagte gleichzeitig der Weltklimagipfel in Katowice, bei dem sich Deutschland erfolgreich an den Zusagen konkreter Ziele von Bonn manövriert hat. Außerdem wurde nebenbei das Ergebnis der Kohlekommission einfach so auf Ende Januar vertagt. Daraufhin vergrößerte sich die Protestwelle gegen diese sich Klimapolitik schimpfende deutsche Politik. Tausende Menschen haben ihre Stimme und sich selbst erhoben, um deutlich zu machen, wir können uns solch eine Verdrängungspolitik einfach nicht mehr leisten. Im letzten Sommer war ich in Schweden. Und dort habe ich eine unglaublich schöne und wilde Natur erleben dürfen. Was mir jedoch nach kurzer Zeit erst klar geworden ist und was mir aufgefallen ist, waren die Kalkspuren, die sich je 20 cm über der Wasseroberfläche befanden. Genauso wie ich bemerkt habe, dass die etwas tiefer befindenden Wege, die durch den Wald durchzogen haben, gar keine Wege waren, sondern vertrocknete Bäche. In manchen kleineren Dörfern dort kämpften Menschen mit akuter Wasserknappheit. Der Schwede, mit dem ich 2 Wochen verbracht habe, hat durch einen Waldbrand in der Nähe, wie einige andere Menschen, beinahe sein Haus verloren. Sorry. Ich erzähle euch das, weil das die Momente waren, in denen ich erst wirklich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet. Klimawandel. In diesen Momenten habe ich eine tiefe Besorgnis und Angst verspürt, dass es bald in Zukunft überall solche und noch viel schlimmere Probleme geben wird. Der Klimawandel war plötzlich keine mehr oder weniger reale Geschichte, er war auf einmal Wirklichkeit geworden. Unglaublich viele Menschen werden schon seit Jahren mit den Auswirkungen eines komplett verrückt spielenden Klimas konfrontiert, verlieren ihr Haus, ihre Mitmenschen und ihre Überlebensgrundlagen. Und wir alle wissen das. Zwischen April und August 2018 wurde die heißeste Zeit seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen. Auch in Deutschland haben wir das zu spüren bekommen. Zum Beispiel die Bauern, die etwa 50% ihrer gesamten Ernte verloren haben, ohne dass wir es hier mitbekommen, weil wir einfach so viel Exportgüter haben, dass wir im Überfluss leben können. Im Juni 2018 berief der Staat die Kohlekommission ein, die sich ernsthaft mit konkreten Zielen eines Strukturwandels beschäftigen sollte, damit Deutschland die Klimaziele doch noch erreichen kann. Und was ist daraus geworden? Als ich aus Schweden zurückkam, stand ich zum ersten Mal am Rand eines unglaublich großen Loches. Der Tagebau Hambach ist etwa so groß wie ganz Aachen. Dort schaufelt der Konzern RWE
beständig mit riesigen Baggern unsere Zukunft ab. Und außerdem will der Konzern einen 12.000 Jahre alten Wald einfach so wegbaggern, obwohl wir ihn dringend zur Kompensierung von CO2 brauchen. Dabei muss sogar RWE klar sein, dass sich Braunkohle kaum noch rentiert. Deutschland weist die höchsten Treibhausemissionen der gesamten EU auf. Deutschland steht außerdem an 7. Stelle der höchsten Treibhausemissionen weltweit. Ein ganzes Drittel dieser Emissionen werden durch das Verbrennen von Kohle produziert. Und deshalb muss Kohle weg. Und zwar bis spätestens 2030. So, ich habe die Leitung schreiben. Ja. Was? Ich glaube, Münsterplatz, oder? Okay. Die durch ihr Nichthandeln unsere, ihre, deine und auch meine Zukunft einfach mit Füßen treten. Warum sollen wir für eine unsichere Zukunft lernen? Über 50.000 Schülerinnen und Studentinnen haben in den letzten Wochen für Berlin für die konkreten Ziele der Kohlekommission demonstriert und gestreikt. In mittlerweile über 100 deutschen Städten bestreiten junge Menschen die Schule oder die Uni. 150. Über 55.000 streikten allein in den vergangenen 2-3 Wochen in Deutschland. Damit hat die Welle der Menschen, die schon seit Jahren genau das fordern und sich engagieren, Fahrt aufgenommen, und zwar sehr viel. Wir müssen aufstehen und Stopp sagen. Stopp zu vertröstenden Kompromissen. Stopp zur Macht von Wirtschaftsriesen über unsere Politik. Stopp zum Weggucken. Stopp zum maßlosen Wachstum und zur Produktion von Gütern, die wir gar nicht alle verbrauchen können. Wir haben es satt. Stopp und jetzt loslegen. Loslegen zu verändern, und zwar mit voller Fahrt Richtung 1,5 Grad Ziel. Wir müssen klare Forderungen an Deutschlands Politik stellen und an das Ergebnis der Kohlekommission. Wir fordern einen Kohleausstieg bis 2030. Morgen! Wir fordern, dass Deutschland einen klaren Plan vorlegt, um dieses Ziel einzuhalten. Wir fordern, Hambi bleibt! Hambi bleibt! Hambi bleibt! Hambi bleibt! Wir fordern Dörfer bleiben. Denn wir tragen nicht nur unsere eigene Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für den Fortbestand einer lebensfähigen Welt. Deshalb, what do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Ihr seid großartig. Vielen, vielen lieben Dank, Maja von Fridays for Future.